Hallöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen wieder zurück zum Motorsportmanager. Der große Preis von München steht bevor und es gewittert hier ein bisschen. Ich glaube, so einen Rennstart haben wir noch nicht gesehen. Mal gucken, wie sich unsere Fahrer bei Regen verhalten. Los geht's. Natürlich kommt jetzt zuerst die Startaufstellung, damit wir auch wissen, von wo aus wir starten. Rodriguez startet höchstwahrscheinlich ganz hinten. Santa Ana auf Platz 5. Gut, das wird ein Spaß. Naja, mal gucken. Na dann, go. So, Ines, zeig uns, was du drauf hast. Wer von euch mag keinen Regen? Ja, und Rodriguez hat instant seinen Platz verloren. Santa Ana kommt auch nicht wirklich voran. Sie verliert noch dazu Plätze. Das ist nicht gut. Ah, Rodriguez hat dafür was gewonnen. Und wieder verloren. Ja, die fahren ja alle mit Nebelschlussleuchten. Na komm, Ines. Weißt du, kaum schaue ich dir zu, verlierst du Plätze. Das kann's doch nicht sein, oder? Oh, Valdez und El Sadat haben sich schon böse verbremst, genauso wie Sabado und Sevilla. Ines, 10. Platz ist nicht akzeptabel. Mhm. Oh, was ist da passiert? Ihr habt nur was von Fahrstunden gelesen. Nicht dein Ernst. Ja, komm, an die Box. 9 Satz Reifen. Wird uns Zeit kosten. Noch 42 Runden zu fahren. Genau, repariert den Heckspoiler. Bitte mal das Ganze in schnell. Und weiter. Damit hast du das Rennen offiziell verloren. Danke. Eieieiei. Na komm schon, Almeida ist doch kein Gegner für dich. Und Rodriguez pusht einfach mal durch. Ja, ich weiß, dass Ines zurückfällt. Mit Heckspoiler fällt es ihr auch sichtlich schwer zu fahren. Ja, wir sollten mal anfangen, die Reifen zu schonen. Damit die auch wirklich ein paar Runden aushalten. Genau, gut gemacht, Rodriguez. Endlich zeigst du deinen Wert, indem du direkt in die Position verlierst? Nein. Gut. Wie langsam die hier fahren. Höchstwahrscheinlich liegt es daran, dass ich noch nicht auf volle Pulle gestellt habe. Ja, ja klar, dreh mal hier ein bisschen hoch und dann fährt der Gegner auch ein bisschen schneller. Bald hast du den Super-Überholmodus, wenn ich die Verhandlungen nicht versau. Wow, Sabado, was hast du mit deinen Reifen gemacht? So schnell runtergefahren. Ich habe das ungute Gefühl, dass Regenreifen einfach nicht aushalten. Es freut mich, dass der Heckflügel stabil ist. Du kannst jetzt dein Auto schonen. Vielleicht holst du dir ja noch Latinen, aber naja. Eieieiei. Regenreifen halten wirklich nicht sehr lang. Wer war denn schon alles an der Box? Noch nicht allzu viele. Und ja, deine Reifen sahen auch schon mal besser aus. Muss man sich neue holen. Wie lange haben die jetzt gehalten? 3 Runden. Willst du mich jetzt eigentlich verarschen oder so? Du hast die Reifen nach 3 Runden ruiniert? Naja, eigentlich 4, aber... Ernsthaft, willst du mich verarschen? Die sollten ja angeblich 21 Runden lang halten. Laut Hersteller.
Da brauchen wir auch nicht tanken. Na komm. Schneller Reifenwechsel. Sprit hast du ja noch mehr als genug. Also so ein Regenrennen ist ja schon arg komisch. Guck mal, ich glaube, da vorne haben gleich ein paar Reifenplatzer. Kranz? Sein Reifen könnte platzen. Komm, Rodriguez. Hol sie dir alle. Ja, Regenreifen darf man einfach nicht zu stark belasten. Ich müsste jetzt eigentlich Vollgas geben, damit ich da noch anschließen kann. Was sagt eigentlich der Fahrzeugzustand? Na klar, wir sind gerade mal 5 Runden gefahren. Ich hoffe, wir haben genug Reifensätze dabei. Bei so einem Regenrennen ist wirklich alles offen. Da halt jeder ständig seine Reifen verbrennt. Waren die noch alle volle Pulle? Nein. Ja klar, Ines ist ja schon 2 Runden länger auf den Reifen draußen. Oh, Waldes hat sich verbremst. Da danken die Reifen. Sabadou geht an die Box. Das ist ja eine richtige Reifenschlacht hier. Wir müssen halt wirklich sehr lange warten, bis wir auf Intermediates wechseln können. Weil die halten wenigstens. Ja klar, schalt ein bisschen zurück. Ich glaube, dieses Rennen wird nicht gut für uns ausgehen. Ja, dann verbrennst du die aber. Und Chu hält sich da immer noch da vorne. Na komm schon, Chu ist doch kein Gegner für dich, Rodriguez. Überhol ihn einfach. Noch 38% auf den Reifen. Die meisten waren bereits 2-mal an der Box. Nun gut. Nicht mehr lange, dann haben wir die Sponsoren-Vorgabe erfüllt. Wie lange halten jetzt eigentlich diese Reifen? 5 Runden schon wieder. Die sind fast genauso runter wie die. Oh no. Ja, diese Reifen muss man anscheinend bis zum letzten auslutschen. Willis hat mittlerweile neue Reifen. Cruz auch. Oh, der Regen lässt nach. Wir werden noch ein paar Runden auf Regenreifen fahren müssen, wenn es so weitergeht. Nun gut, aber soweit wie unsere Autos voneinander entfernt sind, kann ich sagen, dass wir eventuell beide gleichzeitig abfrühstücken können. Na komm, Ines. Wobei. Klar, die Strecke ist ja noch nass. Na komm, der nächste Satz Regenreifen. Ein bisschen Treibstoff. Na gut, und Ines kann da auch gleich mal rein.
Treibstoff hat sie noch genug, aber sie tankt trotzdem nochmal ein bisschen nach. Das war kein Überholmanöver in der Boxengasse, aber wir sind gut auf unserem 8. Platz draußen geblieben. Hätte ich jetzt bei Santa Anna nicht nachgedacht, hätte sie vielleicht noch was reißen können. Das war ja immer ein guter Boxenstopp. Und gut, ich glaube ab Runde 22 oder so kann man auf Intermediates wechseln oder darüber nachdenken, auf Weiche zu gehen. Ich glaube, hier gewinnt der, der am schnellsten bzw. jetzt zum richtigen Zeitpunkt reagiert. Aber du willst wissen. Aber für den 8. Platz können wir uns nichts kaufen. Dafür bekommen wir kein Sponsorengeld. Und auch keine Punkte. Nächste Saison könnte sich das ändern. Nächste Saison könnte der 8. Platz wichtig werden. Und dafür werde ich mich auch einsetzen mit all meinen Stimmen. Fox ist an der Box und wechselt nochmal auf Regenreifen. Das könnte jetzt ihr Problem werden, beziehungsweise ihr Nachteil, dieser späte Stopp. Jetzt müssen wir ganz genau das Wetter im Auge behalten. Drei Fuß hat ihre Reifen runtergefahren. Hätten die Reifen eventuell mittlerweile länger? Ich weiß es nicht. So, die Strecke beginnt gleich zu trocknen, also holt mehr aus den Reifen raus. Von mir aus verbrennt sie komplett, weil wir werden bald auf Intermediates wechseln. Oh, Rodriguez ist mittlerweile auf 6 vorgefahren. Gut. So, die Hälfte des Rennens ist bald um. Schon Rodriguez, ist doch kein Gegner für dich. Ist doch nur El Sadat. Und wie sich das Profil unserer Reifen abschmirgelt. Phänomenal. Oh, gutes Überholmanöver. Weißt du was, greif mal ein bisschen an. Und währenddessen zeigt uns Rodriguez, was er drauf hat. Oh, bald sind wir in Intermediates-Bereichen. Oh, die Strecke wird ja richtig trocken. Jetzt müssen wir eigentlich Willis beobachten, was der sich für Reifen holt. Wechselt jetzt auf Inters. So, Willis. Sag mal her. Willis und Chirard wechseln auf Intermediates. Ich glaube, wir werden es gleich mal riskieren. Und auf weiche Reifen gehen. Die gehen auch alle auf Intermediates. Wenn wir es dann auf den weichen Reifen noch, ich würde mal sagen, 2-3 Runden aushalten.
Nee, wir müssen tanken. Gehen wir auch auf Inters. Tanken dann nochmal Sprit für 12 Runden. Das Getriebe macht mir langsam Sorgen. Go. So, und ich würde mal sagen, Santa Anna, bei dir probieren wir schon mal das Unmögliche. So viel tanken muss, sollten wir aber auch nicht. Go. Ja, du wirst mich dann gleich anschreien und so. Da holt auch Inters. Das war ein sehr kurzer Stopp. Genau, die Reifen. Nein, 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 nein. Das ist Absicht so. Dann schonst du die Reifen ein bisschen. Genauso wie deinen Tank. Ich weiß, es ist eine sehr gewagte Strategie. Noch 20 Runden. Ja, ich glaube, das war eine sehr schlechte Strategie. Ines, halt durch. Gleich beginnt dein Rennen. Ja gut, vielleicht doch noch vielleicht doch noch ein bisschen später. Da hat das Update anscheinend das na ah, jetzt. Ab jetzt kann Santa Anna Gas geben. Komm schon. Die Reifen sollten jetzt bei dir greifen. Wird es nochmal regnen? Nein. Sollten wir nochmal einen Sicherheitsstopp einlegen? Weißt du was? Power die Inters mal so richtig aus. Und sag mir mal dein Auto. Ja, das Getriebe, das müssen wir reparieren. Weil 20 Runden lang hält es nicht mehr durch. Nun gut, 16 Runden noch? Ne, 17. Da oben steht's ja. Rodriguez fährt eine Bestzeit im Sektor. Ja, ich weiß. Wir müssen jetzt mal die Reifen entsorgen. Ich glaube, eine Runde lasse ich dich noch draußen oder zwei. So, Ines, was sagen deine Rundenzeiten? Eigentlich müsstest du dich mittlerweile wohlfühlen. Moment, die Nummer 4 geht rein. Sollten wir ebenfalls. So, dann tanken wir nochmal richtig voll, reparieren. Schade, dass wir es nicht gleichzeitig machen können. Gib nochmal einen Sicherheitsliter rein. Go. Habe ich die Reparatur angeordnet? Ich glaube ja. Das wird uns jetzt Plätze kosten. Da kommt Rodriguez. So, die Reifen kannst du jetzt ein bisschen schonen. Mit einem neuen Getriebe solltest du auch besser zurechtkommen. Ja, ich glaube, da haben wir mit Santa Anna ein bisschen zu früh gepokert. Nein, die Strecke wird nicht feucht. Sie wird trocken. Ach ja. So, jetzt gehen alle langsam auf Soft. Und damit gewinnen wir wieder Plätze. Alles klar. Ich glaube, da haben wir halbwegs gut reagiert. Das Problem ist, die Reparatur hat uns so weit zurückgeschmissen,
dass wir höchstwahrscheinlich nicht mehr in die Punkte reinkommen. Wir werden sehen. Weißt du was, Ines? Verballer die Reifen. Du wirst nochmal reinkommen müssen. Ines hat Rogers noch überholt. Das ist gut. Aber sie wurde halt vom gesamten Feld überrundet. Das holt man nicht mehr so leicht auf. Wird Rodriguez auch nochmal zu einem Mini-Stopp rein müssen? Wenn ja, dann greift nochmal richtig an. Oh, Fox hat einen Defekt und geht an die Box. Gut. Karim einmal was? Was? Oh, Aufhängung. Na gut, noch ein kurzer Reparaturstopp. Aber nicht jetzt. Die Aufhängung wird nicht durchhalten. Das sehe ich jetzt schon. Vor dir fährt ein Punkt. Jetzt hast du den einen Punkt. 11 Runden. Mal, wie sich Rodriguez hier rankämpft. Nun gut, die Aufhängung müssen wir definitiv reparieren. Da führt kein Weg dran vorbei. Wechseln wir noch mal kurz auf schnellere Reifen, also neuere. Können wir eventuell was reißen. Die Rundenzeiten von Rodriguez sind ja mittlerweile recht passabel. Ja komm, komm rein. Das ist dein letzter Boxenstopp jetzt. Du brauchst noch Sprit für 10 Runden. Geben wir dir Sprit für 12 Runden mit. Teile sehen passabel aus. Weiter. Dann kannst du nochmal richtig durchheizen. Währenddessen jagt Rodriguez den Fünftplatzierten. Ich glaube, auch wenn unser Auto immer noch als schlechtestes gewertet wird, ist es mittlerweile ein bisschen konkurrenzfähig, vor allem mit Rodriguez am Steuer. Ja, oh. Ach, Rodriguez, den Platz musst du auch nicht zurückgeben beim Überrunden. Hättest du einfach durchgezogen. Noch 8 Runden. Ja, der 5. geht an die Box. Treibstoff. 2 Liter. 15 Sekunden. Go. So, jetzt bin ich gespannt. 8. Kommt der 9. Wir kommen noch vom 9. raus. Und. 8. So, die Aufhängung fühlt sich besser an, sagt er. 3 Fuß hat ein kleines Problem. Mal gucken, ob sie damit noch in die Box muss. Weil momentan halten die Autos ja noch nicht viel. Oh, Santa Ana kämpft da unten mit Rogers um ihren Platz. Der 18. ist hier in der Box. Rodriguez. Genau. Lass dich nicht von Dreifuß platt machen. Mehr sag ich dazu nicht. Vielleicht sollten wir gleich mal noch einen Schongang einlegen. So, bekomme ich mal eine Rundenanzahl. Ich möchte nicht ständig ins Boxenstoppfenster reingucken müssen. Da ist der 6. und der 5. Na komm, Sevilla, lass uns durch. Sevilla, lass uns durch. Noch 5 Runden. Da können wir Vollgas bleiben. Das war Almeida. Ich glaube nicht, dass wir noch 5 Runden Vollgas geben können. Vor allem, weil die anderen schon im Sprit- und Reifensparmodus sind.
Komm schon, hol dir Leclerc. So, ein Punkt, das ist wichtig. Den fünften kriegen wir auch noch. Und hier ist ja wirklich ein sehr gutes Auto. Na komm, reduzieren wir mal bei dir für den Endspurt. Komm, hol dir Batista. Sehr schön. Und El Sadat ist zu weit vorne. Gut, dann sollten wir das Auto nicht überstrapazieren. Wobei, vielleicht bekommt El Sadat noch größere Probleme. Was treibt der da vorne? Oh, der hat Probleme, wohlgemerkt. Marchetta hat ebenfalls Probleme. Willis hat auch Probleme. Cruz auch. Wenn wir unser Auto noch mal ein bisschen mehr Vollgas geben könnten. Oh, letzte Runde. Na dann, greif noch mal richtig an. Du bitte ebenfalls. Wunderbar. Nee, den vierten holen wir nicht mehr. Aber zwei Punkte sind ja auch nicht verkehrt. Ja, und bei Ines habe ich mich ein bisschen verkalkuliert, was der Sprit angeht. Ja, Ines macht da nichts draus. Einfach abhaken. Nächstes Mal wird's besser. Oh, was hast du für ein Problem? Komm, halt an, halt an, halt an. Vierter? Wie ist denn das passiert? Marchetta? Ist dir irgendein Teil hochgegangen? Du hättest auch mal einen Sicherheitsstopp machen müssen, so wie wir. Ich glaube, ohne diese ganzen Sicherheitstops wären wir vielleicht auch noch ein bisschen weiter vorne. Oder ausgeschieden. Aber gut. Das war mein erstes richtiges Regenrennen. Jetzt stellt euch mal vor, es hätte nicht aufgehört zu regnen. Und es wären die Reifen ausgegangen. Verrückt. Oh, in Cruz ist der Sprit ausgegangen. Oder irgendwas anderes. Aber gut, zwei wichtige Punkte. Fox ist nicht in die Punkte gekommen. Mal gucken, weiter. Die Punkte interessieren mich mehr. Technische Überprüfung. Ich glaube, da hat noch keiner einen Regelbruch begangen, oder? Danke, El Sadat. Danke, dass du mir den dritten Platz geschenkt hast. Batista. Zurückversetzt. Durchfahrtsstrafe für Latin und für Diaz. Zwei Runden verloren. Kannst du mal bitte oben hängen bleiben, wenn ich mir das angucke? Auf jeden Fall, die 800.000 waren wichtig. Dritter Platz. Sehr schön. Er gibt mir mal das Gesamtpunktestand her. Wunderbar, wichtige vier Punkte. Weiter. Aha. Damit ist er nur noch vier Punkte hinter Molly Fox. Molly Fox hat Punkte geholt, dieses Rennen. Ernsthaft? Naja, weiter. Damit sind wir auf Platz 3 in der Liste. Ist doch gut. Octane und Zampelli sind noch vor uns. Und solange Ines keine Punkte holt, wird es auch schwierig, da noch ranzukommen. Geschweige denn, alle anderen hinter uns zu halten. Drei Dinge im Leben sind unausweichlich. Der Tod, Steuern und das Versagen von Dragon Race Team. Herzlichen Glückwunsch. Freue mich für Lissandro Cruz, aber Team Predator Racing Group nah dran. Spannend. Na dann, weiter. Bam, 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 bam. Gut. Ines ist bald voll, was ihr Potenzial angeht. Wenn sie noch ein bisschen Kurven lernen, fahren lernen würde, das wäre schön. Wenn die da zumindest auf eine 8 hochkommt. Nun gut, weiter. 1,3 Millionen vom Sponsor. Vorsitzendengehalt, ja doch. Da kann man ein neues Teil entwickeln. Nun gut. Fox ist siebter geworden, hat er aber die schnellste Runde.
Das ist das Dämliche an der schnellsten Runde. Du bekommst dafür Punkte und kannst du mit deiner Spitzenpositionierung halten, weil ich glaube, letztes Rennen hattest du auch die schnellste Runde. Naja, egal. Vier wichtige Punkte. Weil ein gewisser, keine Ahnung, wie er jetzt hieß, komplett vergessen, einfach meinte, mit Risikoteil rumfahren zu müssen. Nun gut, dann reparieren wir noch mal kurz unser Auto. Oh. Interview. Ja. Interview. Na komm, machen wir. Meine Fahrer haben mich enttäuscht. Natürlich. Das Auto war heute nicht gut genug. Sie ist eine gute Fahrerin. Das brauchen wir als Polster, falls wir wieder 100.000 irgendwie abschlagen müssen. Interview beenden. Auf dem Podium. Rodriguez, gut gemacht. Hart erkämpfter Sieg für Cruz in München. Vertrag abgelehnt. Nun gut. Wir brauchen immer noch einen neuen Rennmechaniker. Moment, sollte ich mal noch Team? Eden. Bitte Baumann. Moment, was kannst du überhaupt? Optimaler Bereich, unwichtig. Schnelle Lösung. Reparaturen sind doppelt so schnell erledigt. Ich glaube, das ist in der Box oder die Reparatur. Wenn ja, dann ist es ein guter Perk. Wobei der super Überholmodus hätte mich ja auch gereizt. So. Langer Vertrag, gut. Geld ist dir wichtig, sagst du? Gerne ein dickes Handgeld. Gut. Wenn die Prämien nicht wichtig sind, weil für den 9. Platz kann ich dir keine Belohnung geben, weil sonst ziehst du mir jede Woche Geld aus der Tasche. Das geht ja auch nicht. Na gut, weiter. Scouting Report ist jetzt uninteressant. Ist der Wagen bereits repariert? Nein. So, Reparaturen sind abgeschlossen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüss.